Am 13.04.2023 um 8.55 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn erst zum Venusbergweg alarmiert. Allerdings stellte sich noch während der Anfahrt heraus, dass sich die Einsatzstelle im Hagerweg befindet, weswegen dann die Löchernheit 5 der Werkfeuerwehr der Uniklinik statt der Löchernheit 1 zum Einsatz kam. Ein Kleinbrand in einem Lichtschacht sorgte für eine sichtbare Rauchentwicklung. Der Rauch wurde von der Lüftungsanlage des Gebäudes angesaugt und verteilte sich im Keller. Das Feuer wurde mittels Löschschaum zügig gelöscht. Zur Kontrolle der betroffenen und angrenzenden Bereiche mussten aufgrund der großen Ausdehnung des Gebäudes mehrere Einsatzkräfte eingesetzt werden. Zur vollständigen Entrauchung wurden Hochleistungslüfter und ein spezielles B- und Entlüftungsgerät der Feuerwache 1 eingesetzt. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löchernheiten 1, 5, 42, der Gerätewagen Logistik 2 der Feuerwache 1, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2, ein Rettungswagen und zwei Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.